Die Familie Greipel zerbricht am Unfall tot der Mutter. Toni findet Brief, die seine Schwester Bettina vor ihm und Vater Josef versteckt hat. Dem Hof droht der Zwangsverkauf von der Familie Reitberger. Während sie Bettina und alles Reitberger näher kämen, kommt es auf dem Hof zur Katastrophe. Wo ist mein Vater? Der ist bei mir, hat ganz schön Glück gehabt. Kann ich ihn bitte sehen? Ja, freilich, gerne. Ich muss mit dir reden, Vater. Was möchtest du denn? Schau, also, Bettina hat es für dich versteckt. Wir müssen es sofort verkaufen. Wir brauchen das Geld. Seit wann warst du schon? Ich hab's gefunden, wie ich zurückkommen will. Ich weiß nicht, was Bettina und da alles. Reitberger! Der dreckige Hund! Damit kommt er mir nicht durch! Der hat meinen Hof erzählt! Mein Grund kriegt er nicht! So kommt er mir nicht davon! Ja, damit überhaupt nichts sind da. Lieg mich nicht an, was sie noch sind. Er weiß nicht. Auch noch zum Reitberger helfen. Weg als Arschloch, du. Er weiß nicht. Geh mal aus dem Weg. Lass deine Ruhe. Geh mal aus dem Weg. Wer meint's, der mit zusammengeschlagen hat beim Wirt? Zusammengeschlagen? Das hast du dir nicht erzählt, ha? Reitberger. Egal, was er gemacht hat. Du bist kein Mörder, nicht Vater. Geh mal aus dem Weg. Schlechte Haar ab, bevor er mir's noch überlegt. Bettina!
Hör auf! Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mein Beileid, Herr Greibel. Wenn Sie noch Zeit brauchen, wäre der Herr Reitberger sicher damit einverstanden, wenn wir die Frist verlängern. Nein, ich möchte damit abschließen. Ich möchte es hinter mir haben. Amen.